Aachen, da gibt es keine einer deutschen Meisterschaft entsprechende Wettkampfhalle. Deshalb ist die Mannschaft von Petra Hajduk einmal mehr nach Köln ausgewichen. Bislang hat sich das immer als sehr gute Wahl herausgestellt, denn in Köln hat Schwarz-Gelb Aachen noch nie verloren. In diesem Jahr hat es dem Aachener Team der Rhythmus angetan. Schon das Auftaktbild verrät das. Die verschiedenen Perkussionsinstrumente imitierend sollen die Zuseher und vor allem die Zuhörer auf die Ursprünge des Lateintanzes zurückgeführt werden. Besonders die ewigen Rhythmen, wie der Herzschlag oder der Regen, stehen dann im Verlauf dieser Kür im Mittelpunkt. Das Herzstück dieser Kür, der Herzschlag, und das alles im Samba-Schritt, links herum. Höchste Schwierigkeit in atemberaubender Perfektion.
Vortrag von Schwarz-Gelb Aachen, das war ein Feuerwerk von körperbetontem Tanzen. Und das ist schließlich ein, wenn nicht das markante Element lateinamerikanischer Tänze schlechthin. Die Wertungsrichter, sie haben in diesem Jahr die interessante, aber nicht gerade einfache Aufgabe, zwischen drei verschiedenen Ansätzen von Lateinformationen zu werten. Die Aachener haben ihren Schwerpunkt auf die Rhythmen gelegt und dies mit körperbetonter Eleganz unterstrichen. Hauptgegner im Kampf um das WM-Ticket, die TSG Bremerhaven, versuchte sich mit dem Tanz der Vampire auf dem Musical-Sektor. Düsseldorf schließlich hat mit dem atmosphärischen Tango die Stimmen angesprochen. In den Gesichtern ist nach einer Vor- und Zwischenrunde und im Finale jedenfalls die Erleichterung über das Vollbrachte ablesbar. Das gilt auch für die Trainerin und nur Bubu. Das stilecht verkleidete Maskottchen nimmt mit stoischer Gelassenheit.